So. Einer Holz. Ich bin schneller als du, ich bin schneller als du, ich bin schneller als du. Bleib da hinten stehen. Also wer es gerade richtig gesehen hat, braucht die Holzmauer 3 oder 4 Holzblöcke. Wäre also machbar. An einem Tag kriegen wir bestimmt so 20, 30 zusammen. Oh komm schon, jetzt bleib stehen. Was essen Bisons eigentlich? Heu? Nö. Sahen wahrscheinlich auch nicht. Na gut, die Nacht ist nur noch so eine knappe Minute. Und im Kreislauf ist auch okay. Und dann... Oder wir bringen sie jetzt einfach um. Die Lebenspunkte sind zu niedrig. Ich glaube, die muss uns nur ein, zwei Mal wischen und das war's dann. Das wäre nicht so toll. Allgemein sollten wir die Rüstung anziehen. Ich glaube, ich probiere es einfach mal. Nur ganz kurz. Oh, das klappt ganz gut. Komm schon, stipp, 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 stipp. So, wir haben ordentlich was zu essen. Und die Kleinen lassen uns in Ruhe. Okay. Hoffen wir mal, dass eins davon Weibchen ist. Sonst haben wir ein Problem. Aber ich denke, von der Spielmechanik her gibt es nur Weibchen, oder? Weiß ich auch noch nicht. Müssen wir gleich gucken. Essen wir ein bisschen was essen. Gucken, ob wir hier irgendwie angegriffen werden von denen. Aber es sieht nicht so aus. Die laufen eher weg. Oh, ich kann die Jungtiere treiben. Bei denen klappt das wirklich so wie beim Cowboy. Sehr schön. Dann kommt mal alle mit. Hiha, 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 hiha. Das ist echt nicht schlecht. So, ihr sollt alle nach da hinten hin. Wir brauchen unbedingt einen Hund. Kascha, kascha. So. Alle weg hier. Und dann könnten wir an der Straße lang eine Mauer machen. Und dann sind die halt alle immer hinter der Mauer und laufen nicht in unser Lager rein. Aber irgendwie wollen die immer wieder in das Gebiet zurückgehen, wo sie geboren sind, glaube ich. Guckt euch das mal an. Die gehen zielstrebig mal wieder hierhin zurück. Das ist nicht gut. Das müssen wir sie doch hier einsperren. Okay, du bleibst hier. Der Hammer kann auch hier bleiben. Steine auch. So, wir brauchen Holz. Wir brauchen ganz viel Holz. Denn ich will keine Strohwand bauen. Weil um an Stroh ranzukommen, müssen wir später Dünger benutzen. Die Grassohlen wachsen ja nicht mehr endlos nach. Holz allerdings wächst immer. Hoffe ich zumindest, dass sie da nicht irgendwas gedreht haben. Es wäre ein wenig albern, wenn wir anfangen müssten, Dünger auf Baumstümpfe zu schmieren. So. Also ja, wir hacken jetzt eine ganze Weile Holz. Bauen unsere Holzmauer, um unsere Basis ein wenig sicherer zu machen. Eine neue Rüstung könnten wir auch ganz gut vertragen. Unsere ist schon ganz schön ramponiert und der nächste Wolfsüberfall kommt bestimmt. Sobald die Lebenspunkte ein bisschen besser aussehen, sollten wir auch mal ein paar Bienen umbringen. Um an Honig ranzukommen. Also ja, Bienen machen nicht viel Schaden, aber ich will echt nichts riskieren. So. Ja, schaut doch gut aus hier. Die ganzen Tanzapfel nehmen wir auch mit, richtig. Dann können wir oben, hier in diesem grünen Bereich, dann unser Holzlager quasi machen. Also wo wir unsere eigene Baumfarm haben. Das sind echt immer ganz schön viele Bienen. Aber ich glaube, die waren nur sozial aggro, wenn wir das Nest angegriffen haben. Ich probiere mal ganz kurz. Oh, okay, sie helfen sich doch gegenseitig. Komm schon, ich hätte gerne... Oh, das sind rote Bienen. Was machen rote Bienen? Also keiner... Ah, doch, Honig.
Wollte gerade sagen, keiner von denen hat Honig dabei, aber die eine hatte gerade eins. War das jetzt, weil das eine rote Biene war oder war es einfach nur Zufall? Keine Ahnung. Na gut, hacken wir weiter Holz. Das können wir also auch mal wieder zwischendurch machen. Einfach so Bienen anhauen, um an Honig ranzukommen. Oh, neues Ei. Den Honig sollten wir aber echt nur benutzen, wenn die Wölfe angreifen oder irgendwas wirklich Ernstes ist. Denn das heilt ja 20 Lebenspunkte oder so. Schon ganz schön mächtig. So, das Spinnenzeug weg. Ich hoffe mal, das regeneriert sich nicht durch die Sieht fast so aus. Ich habe gerade einen Schmetterling mit einer Pitchfork umgebracht. Okay. Ich wusste nicht, dass es so einfach geht. Ich dachte, du brauchst das Nest dafür. Komm mal her. Kleiner Schmetterling, komm mal her. Ja, die fliegen weg. Oder auch nicht. Okay. Zack, zack. Schmetterlingsflügel. Hatte irgendjemand auch schon von erzählt, dass ich da mal anfangen sollte, die zu fangen. 22, 113. Wow. Sehr schön. Scheiß auf Honig, wir haben Schmetterlingsflügel. Zurück zur Basis. Okay. Wir brauchen definitiv eine Blumenfarm. Damit dann noch mehr Schmetterlinge kommen. Ja, sehr schön. Das ist doch mal echt praktisch. Also können wir jetzt quasi unsere Heiltränke in Schmetterlingsform anpflanzen. Wenn das denn so klappt. Also meine Idee ist jetzt einfach, wir laufen los, sammeln uns irgendwelche Blumen zusammen und pflanzen die dann wieder ein. Wenn man Blumen einpflanzen kann. Habe ich noch gar nicht überprüft vorher. So, Samen kommen wir mit. Einmal eine Runde Dünger einsammeln. Ist jetzt schon wieder alle. Aber ja, die scheinen sich immer da zu gruppieren, wo sie auf die Welt gekommen sind. Du kannst auch mal mit. Ja. Was ja schon mal eine nützliche Information ist, ist halt nur ärgerlich, dass sie genau da gespawnt sind. Aber im Notfall können wir die ja alle umbringen, außer halt ein Männlein, ein Weiblein. Oder ein Jack. Ich weiß nicht, ob die sich mit Spur. Licht, Licht, Licht. Stopp, 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 stopp. Licht. Was war das? Was hast du davon, wenn du so viel plapperst? Ob die sich mit Spuren vermehren, quasi wie in Dwarf Fortress. Also dass einfach nur ein Jack da sein muss und irgendwo auf der Karte ein anderes Jack und plopp, irgendwann kommen nachfahren. Na gut, noch ein Schmetterlingsflügel. Oh, sehr gut. Noch ein, zwei davon. Dann müssen wir voll sein. 136, 148. Gut, ich hätte gerne Kisten. So, die Kiste da oben müsste eigentlich... eigentlich muss die Kiste weg. Das ist jetzt doof, aber ich würde gerne hier die Mauer bauen, dass die Jacks dahinter eingesperrt sind. Das wäre doof, wenn die Kiste dahinter ist. Aber ich weiß noch gar nicht, wie das genau mit den Mauern funktioniert, ob wir die auch so schräg bauen können. Das sollten wir also mal testen. Erstmal hätten wir jetzt gerne eine Holzmauer. Dafür brauchen wir Seile. So. Holzmauer. Oh, das sind 8 Stück. Das ist doch mal praktisch. Rechte Maustaste. Sehr cool. Brauchen wir doch nicht so viele Ressourcen. Sauber. Also einmal da bis zum Weg alles abbauen. Und hier könnten wir es eigentlich auch hochziehen, damit wir sie da quasi einsperren. Ne, nicht hinschmeißen, aufbauen. Das heißt aber auch, dass wir uns theoretisch einbunkern könnten mit nur einem klitzekleinen Ausgang. Und dann sehr sicher sind, was die Wölfe angeht. Na gut, ich wollte eine Kiste bauen. Oder habe ich das schon? Nee, ich habe die Holzbretter benutzt für die Wand, ne? Ja, die brauchen Bretter. Okay, dann brauchen wir neue Bretter. 1, 2, 3,
So. Kiste. Und Kiste bitte dahin. Das ist jetzt eine Nicht-Bio-Kiste. Da kommt rein. Schmetterlingsnetz. Flint. Die ganzen Sachen, die wir hier auf den Boden geschmissen haben. So, da rein. Da rein. Hammer auch noch da rein. Steine auch. Du wirst gegessen. Die Pitchfork nehme ich nochmal mit. Primär, um zwischendurch mal das ganze Spinnenzeug wegzumachen. Und du wirst langfristig auch aufgelöst. Ja, nee, gut. Was brauchen wir? Wir brauchen noch mehr Holz. Mit etwas Glück ist unsere Holzfarm oben schon soweit. Und sonst laufen wir halt da hinten hin. Ist ja auch nicht so weit. Nö, brauch noch. Oh, ein bisschen Gras können wir auch noch mitnehmen. So. Also ja, doch. Soweit war es eine gute Idee. Das mit der Jagdmama war ein bisschen nervig, die ganze Nacht im Kreis zu laufen. Aber die Jungen sind jetzt ja anscheinend ruhig. Warten wir mal ab, bis die groß sind. Vielleicht rächen die sich dann. Das wäre nicht so schön. So. Was noch? Also meine nächsten Pläne sind jetzt, die Holzmauer einmal aufzubauen, um die Jacks einzusperren. Dazu bräuchten wir aber auch irgendeine Art Zugang. Weil sonst kommen wir an den Dünger halt nicht ran. Aber sobald da ein Zugang ist, können die ja auch raus. Also, nee. Weiß ich jetzt noch nicht so ganz. Oh, der ist schön groß. Also, Jacks einsperren. Vielleicht ein paar Bodenplatten bauen, obwohl das eigentlich echt nur Deko ist. Auf jeden Fall eine neue Rüstung bauen. Das ist somit das Wichtigste momentan. Und wenn wir genug Dünger haben, können wir auch anfangen, die Farm aufzubauen. Das Spinnzeug da oben rechts auf dem Boden sollte ich auch gleich mal aufheben. Damit wir die Savanna-Bodenplatten nicht verbrennen, alle. Die können wir, wie gesagt, später noch gebrauchen. Diese Spinndinger, ich weiß nicht, ob die irgendeinen Zweck haben. Ich hätte gesagt, man könnte sie ja verforschen, aber das geht ja gar nicht mehr. Oh, Schmetterlinge. Schmetterlinge sind meine neuen Lieblingsfreunde. Irgendwie sind die total leicht zu fangen, wollte ich sagen, aber der ist gerade ins Wasser geplumpst. So, Blumen. Wilson, du sollst das nicht essen. Wir brauchen neue Blumen. Und natürlich liegen hier nirgendwo Blumen rum. Das wäre ja auch zu praktisch, ne? Bärenstrauch. Da sind Blumen. So, hebt das auf, ist es nicht. Wir können sie nicht wieder anpflanzen. Das ist ärgerlich. Das heißt, wir müssen jetzt echt darauf achten, dass wir irgendwo eine Stelle finden mit ganz vielen Schmetterlingen und ganz vielen Blumen. Zack. Achso. So. Und da dann immer wieder farmen gehen. Also hier scheint schon mal okay zu sein. Auch wenn es nur zwei Blumen sind. Ist nur die Frage, wie schnell die respawnen. Da sind auch noch Blumen. Oh, ein paar Steine können wir noch mitnehmen. Ting, ting. Nee, können wir nicht. Wir haben keinen Platz. Ah, ich will einen größeren Rucksack. Spinnzeug. Und warum habe ich das Gold schon wieder dabei? Achso, ich wollte das Gold eigentlich in die Nicht-Bio-Kiste schmeißen. Und bevor ich das gemacht habe, kam mir auf die fixe Idee, hey, wir können ja heute nochmal loslaufen. Ja. Na gut, was haben wir da? Biene. Ich teste mal was. Ich mache jetzt hier am Rand einen Weg lang und gucke, ob das Spinnenzeug morgen nachgewachsen ist. Oh, ist jetzt schon nachgewachsen. Okay, so viel dazu. Man kann also nicht gegen anbuddeln. Ja, wir verschwinden hier schon. So, lauf, 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 lauf. Nicht Biotonne. Stein. Gold.
Holzbretter, Holz. Das Spinnzeug haben wir natürlich nicht mitgenommen. Du da rein. 1, 2, 3. So, Tanzapfel können wir nachher noch hinbauen. Wie viel Holz haben wir jetzt? 15 und ein Brett. Haben wir genug Gras für ein Seil? Ja, haben wir. Dann mal schnell eine Rüstung gebaut. Wir brauchen 2 Seile. Ja, also morgen oder übermorgen sollten wir loslaufen und die Grasbüschel, die hier so in der Nähe sind, alle ausbuddeln und hier neu anbauen. Oh, die sind groß geworden inzwischen. Yeah. Ich glaube, ich mache das ein wenig anders. Kann man dich wieder abbauen? Scheint nur mit dem Hammer. So. Ha. Ein Stück Zaun bringt ein Holz. Wie viel braucht man für 8? Wir brauchen ein Brett, braucht 3 Holz, oder? Ne, 4 Holz. Da kommt sogar genau hin. Also man verliert kein Holz, wenn man es wieder abreißt. Man verliert halt nur die Seile anscheinend. Na gut. Also ich baue das dann doch hier runter und dann da rum. Also ein richtiges Haus quasi. Mit nur einem Zugang. Und dann ist es vollkommen egal, wo die Jacks rumlaufen. Die dürfen halt nur nicht ganz zufällig direkt durch die Haustür rein. So, mehr aussortieren. Ich hasse es. La 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 la. Vor allem, dass Wilson das alles mitmacht. Irgendeine Stimme in seinem Kopf sagt ihm, hey du, hau mit dem Hammer auf die Kiste drauf. Wilson steht nicht in Frage. Nö, Wilson macht einfach. Du, da rein, du, da rein. Du, auch da rein. Blöder Hammer, auch da rein. Und die Kohle. So, wir brauchen mehr Holz. Also, morgen Holz sammeln. Hier weiter ausbauen, die Holzwand. Grassohlen einsammeln, Grassohlen anpflanzen und neue Rüstung bauen. Das klingt gut. Speichern wir mal ab und sehen wir uns gleich wieder.